Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Heute gibt es mal eine Anmoderation zur Anmoderation, weil es wird Ihnen gleich die Ulrike Krings-Rocher alles Nötige erzählen zu dem Beitrag mit Lothar Mies in der Reihe Europäisches Astronautenzentrum. Ich wollte jetzt nur kurz vorab die Gelegenheit wahrnehmen und vielleicht ein paar Sätze zur Ulrike selber zu sagen. Sie führt nämlich diese Gespräche, mit denen wir uns thematisch ja wieder ein bisschen erweitern und ein bisschen abrunden wollen auch. Astronautenzentrum, das klingt natürlich spannend erstmal. Da gibt es tolle Beiträge, die anstehen. Und Ulrike hat 9 Monate dort ein Praktikum absolviert, hat viele Leute kennengelernt, Kontakte geknüpft. Und da dachten wir, wäre sie ideal geeignet, diese Gespräche zu führen mit Leuten, die sie eh kennt. Da ist die Atmosphäre ein bisschen lockerer. Sie ist Biologin und auch ausgebildete Lehrerin in den MINT-Fächern. Das heißt, die Didaktik wird hier auch nicht zu kurz kommen, nehme ich mal an. Also ich freue mich riesig, dass wir hier unser Feld wieder ein bisschen erweitern. Und ich hoffe, Sie teilen dieses Interesse mit uns. Hallo und herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns an einem sehr besonderen Ort und zwar in der Trainingshalle des Europäischen Astronautenzentrums der ESA. Und hinter uns seht ihr die original großen Mockups der ISS, wo wir gleich hinein dürfen. Bei mir ist wieder Lothar Mies und wir gehen gleich in den Knoten 2 hinein. Wir schweben mal gucken, was es da gibt zum Thema Sport, Essen und Freizeitaktivitäten von AstronautInnen. Wollen wir mal reinschweben? Machen wir. Wir gehen mal rein. Jetzt sind wir im Weltraum angekommen. Wir befinden uns hier im Knoten 2 der Raumstation und wie ihr seht, ist das ein viereckiger Raum. Von außen ist er tonnenförmig und von innen viereckig angeordnet. Lothar, was gibt es hier alles? Hier gibt es allerhand. Dieser Knoten 2 ist vor allen Dingen mal für die Crew interessant, weil hier sind die Schlafkabinen oder Crew Quarters, wie wir sie auch nennen. Ist das das hier, wo wir fast dran genau, stoßen? Hier über dem Kopf oder hier auch auf der Seite. Insgesamt gibt es 4 von diesen Crew Quarters. 2 weitere sind an der Seite und hier unten im Boden angebracht, ist aber hier nicht dargestellt. Jetzt sind ja diese Schlafkabinen so im Kreis angeordnet. Eine oben, eine unten, eine links, eine rechts. Macht ja auch Sinn, in der Raumstation herrscht Schwerelosigkeit oder ganz genau die Mikrogravitation. Und dadurch schweben alle Menschen dort und können natürlich hier oben reinschweben, genauso wie hier unten. Dürfen wir mal in so eine Schlafkabine reingucken? Ja, gerne. Wir haben hier auf der Seite eine und da schauen wir jetzt mal rein. Ja, jetzt sind wir hier in der Schlafkabine drin. Das ist eigentlich ganz gemütlich, ein bisschen eng. Lothar, wie kriegen die denn hier frische Luft rein? Ja, dafür sorgen Ventilatoren, das heißt, die Luft muss bewegt werden. Überhaupt auf der ganzen Raumstation sind überall Ventilatoren, weil die Luft nicht sich von selbst austauscht. Also es gibt keine Konvektion in der Mikrogravitation und die muss dann ersetzt werden durch Ventilatoren. Und was gibt es hier sonst noch alles in der Kabine? Ich sehe hier so Klettverschlüsse und alles ist mit Reißverschlüssen irgendwie bestückt. Ja, das wichtigste Teil, da bist du jetzt drin, das ist der Schlafsack. Mhm. Und in der Position schläft die Crew auch, in speziell dieser Kabine, denn in Mikrogravitation spielt es keine Rolle, ob man vertikal oder horizontal sich befindet oder auf dem Kopf gedreht. Es gibt eh kein Oben und Unten. Und dann gibt es so eine kleine Menge, also wirklich eine kleine Menge persönliche Dinge. Hier haben wir mal so dargestellt einen Kopfhörer, um Musik zu hören. Und eine Tasche mit persönlichen Gegenständen, die sich natürlich die Crew selbst aussucht und sich hier einrichtet. Und diese Crewkabine ist für die Crew auch der einzige Ort, an dem sie sich zurückziehen kann, wo sie Privatsphäre haben. Ganz wichtig, auch bei einem Aufenthalt von einem halben Jahr. Ja, es ist ja nicht so viel Platz in der Raumstation. Das und es teilen sich ja immer, je nachdem, 6 oder mehr Menschen oben den ganzen Raum. Ja, aktuell sind es eher 7 und in Übergangszeiten, wenn ein Crew-Austausch stattfindet, hat man auch bis zu 11
Astronauten, Astronautinnen an Bord. Dann wird's eng. Was gibt's denn so zu essen auf der Raumstation? Zu essen gibt es allerlei. Die haben also eine große Auswahl an Essen an Bord. Das Essen wird fertig zubereitet, hochgebracht durch Versorgungsraumschiffe. Das ist teilweise dehydrierte Nahrung, also dem das Wasser entzogen wird. An Bord wird das Wasser wieder zugefügt, es wird erhitzt. Oder auch Konserven, wie wir es hier haben, wie zum Beispiel ein Reisgericht, Corned Beef oder ein Quinoa-Salat. Dann gibt es Dosen mit Würstchen zum Beispiel. Was haben wir da? Gingerbread, also Lebkuchen oder Ingwerbrot. Weihnachten ist auch auf der Raumstation abgefahren. Mal so ein Beispiel. Cracker, die sehen dann so aus. Die würde ich jetzt nicht essen. Ich weiß nicht, wie alt die schon sind. Aber so muss man sich vorstellen, das Essen wird fertig hochgebracht. Gekocht wird in dem Sinne nicht auf der Raumstation. Jetzt haben wir das Essen kennengelernt oder einige Auswahl davon. Essen die Astronauten jeder einzeln oder wie nehmen die das Essen ein? Das Essen ist genau wie die anderen Aktivitäten im Stundenplan, in der Timeline eingeplant. Und die Astronauten nach Möglichkeit essen sie zusammen. Weil es hat natürlich auch einen wichtigen sozialen Aspekt neben der reinen Nahrungsaufnahme. Ist klar, wenn man zusammensitzt, man tauscht sich aus, man erzählt und dabei isst man, wie auf der Erde. Machen die AstronautInnen auch andere Freizeitaktivitäten gemeinsam? Da bin ich jetzt was überfragt. Ich vermute ja, weil das ist ja privat und wenn Feierabend ist auf der Station, da mischt sich auch der Boden nicht mehr ein. Dann können sie tun und lassen, was sie wollen, im Rahmen der Möglichkeiten, die sie haben. Wie sieht es denn auf der Raumstation aus mit Sport? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das hat auch nichts mit Freizeit zu tun, sondern das ist eine medizinische Notwendigkeit. Weil unter Mikrogravitation bauen sich Muskeln ab, bauen sich Knochen ab und hat auch andere Effekte. Ist in dem Sinne keine Krankheit, sondern ist eine Anpassung des Organismus an die Mikrogravitation. Ist kein Problem, solange sie im Orbit sind, aber eines Tages müssen sie wieder zurück auf die Erde, in die Gravitation zurück. Und dabei werden sie noch stark beschleunigt, im Sinne von Bremskräften. Und um das alles auszuhalten, um dann wieder auf der Erde auf den Beinen zu stehen, müssen sie täglich Sport machen, und zwar 2,5 Stunden. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel, ja. Dafür gibt es spezielle Sportgeräte auf der Raumstation, um Kraft und Ausdauer zu trainieren. Was würde denn passieren, wenn die Astronauten gar keinen Sport machen würden auf der Raumstation? Ja, die Muskeln würden sich weiter abbauen. Das heißt, sie verlieren Kraft. Und auch das Herz ist ja ein Muskel. Und Blut hat auch kein Gewicht mehr in der Schwerelosigkeit. Das heißt, das Herz hat viel weniger zu arbeiten und würde sich auch abbauen. Und das würde ein Problem geben, wenn dann die Astronauten wieder auf der Erde landen. Herz-Kreislauf-Probleme, Bewegungsprobleme und so weiter. Wie geht es denn weiter, wenn die Astronauten wieder auf unserem Planeten gelandet sind? Ja, dann ist erstmal ein mindestens 3-wöchiges Rehabilitationsprogramm vorgesehen, auch mit Sport. Das geht dann weiter, denn 2,5 Stunden Sport am Tag reicht jetzt auch nicht aus, um den Muskel- und Knochenabbau gänzlich zu vermeiden. Aber man kann es auf ein akzeptables Niveau halten. Trotzdem am Boden muss wieder Sport getrieben werden, um entsprechend den Organismus wieder anzupassen an die irdischen Bedingungen. Das war interessant zu erfahren, wie Astronauten schlafen, wie viel Raum dort drin eigentlich ist und was sie alles essen und wie viel Sport auch getrieben wird auf der Internationalen Raumstation ISS. Danke fürs Zuschauen. Wir haben uns gefreut, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr mögt, schaut wieder in den Kanal. Gebt uns gerne das hier. Wenn ihr wollt, abonniert den Kanal. Es geht weiter mit spannenden Videos im Europäischen Astronautenzentrum ERC der ESA. Bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.